Volvo FH16, 600 PS. Warum auch immer das immer ein... Ich begreif's nicht. Nein. Noch sonst. Uiuiui. Ab dem Sonnenaufgang hinein. Der Sonne entgegen. Okay, das war nicht gewollt. Das war auch nicht gewollt, aber das war irgendwann nicht mehr zu ändern. Man kann es auch übertreiben, ne? Sind wir jetzt bei 5000? Wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Nur heute. Also nur in dieser Session. Alter, sieht das krass geil aus. Das ist ja schon fast die Ausfahrt.
Das war schon vorher so. Zum Glück ein paar Schrammen im Trailer. Ja, das war nicht so geplant. Das steht schon mal fest. Damit eben, dass wir rechts rum müssen, aber dem war aber nicht so. Schöne Trucks in der KI drin. Sowohl Tandem als auch normal. Ja, weniger mit gerechnet. Oh, die Straße muss ja auch gemacht werden, von daher. Oder was auch immer da gerade gemacht wird. Norden werden wir auf alle Fälle relativ entspannt fahren können. In Russland muss man doch schon wieder auf Schlaglöcher aufpassen. Kann es dann doch schon teilweise ein bisschen heikel werden.
Fällt mir erst gerade auf, weil ich fast aus Protest bei der 73 geblieben bin. Alle kleinen Feinde sind noch was Feines. Ja, toll. Sind schön zur Abwechslung. Sind wir hier nicht mal mit dem Raupenbagger in Truffland gefahren? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber offenbar waren wir schon mal hier. Noch hart ein Eisen geben bei den Ortseinfahrten. Falls ich nicht vorher dazu gekommen bin, schon langsam runterzugehen. Denn ich möchte garantiert nicht die 10.000er-Marke knacken heute mit Strafe zahlen. Oh, ein fieser Blitzer da, umgeben von Büschen. Aber, ach, leck mich doch. Wenn ich nicht mehr halten kann, dann ziehe ich halt durch. Oder was? Okay. Erst auch mal in Ullerwatt. Fälle. Zebrascheifen.
Stell den Platz frei. Und jetzt will jemand raus und dafür gibt Gas. Alles klar. Das macht Sinn. Hättest schon längst fahren können, Volvo. Vielleicht war es nicht der beste Tag zum Fahren. Eventuell. Kann man natürlich machen, kann aber auch drauf gehen. Jemand ein bisschen müde, Bot. Oder? Das war jetzt doch schon knapp 40 Minuten zu spät. Habe ich irgendwie eingestellt. Eieieiei, muss das denn jetzt wieder so rumlegen? Wo fahren wir eigentlich gerade hin? Stockholm? Überall, genau. Das kurzer Gedächtnis schlägt wieder zu. Schieß überrascht. Ach, scheiße. Schieß überrascht. Bringen Sie zu goldenen Möwen. Thank you.
will man aber hoch hinaus. 87 Kilometer pro Stunde oder so. Und das beim Renault. Na gut, aber Renault Premium. Also noch schneller. Ja, dass die KI mal schneller fährt als Tempolimit. Das erlebt man ja auch nicht alle Tage. Schon mal in der Kommune Örebro. Hoffentlich werden wir von dem LKW da vorne nicht ausgebremst. Der zieht bestimmt gleich rein und dann bremst er. Aber wir müssen eh runter, von daher ist es nicht so schlimm. Gut, wir fahren noch mit gleichem Tempo hinterher. Entschuldigung, fahr. Boah, lass mich fahren. Ich wollte mir jetzt nicht die Vorfahrt nehmen. Nein, perfekt. Und noch Level 7. 370.000 haben wir schon mal.